Hallihallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen auf meinem Kanal Cuisine with Me. Heute ich möchte euch eine besondere Art von Pesto zeigen. Da sind schon alle Sachen hier auf dem Grill. Das muss alles gegrillt werden und dann nachher alles zusammen schön püriert oder grob püriert, ganz wie ihr wollt. Also, da sind eine ganze Zucchini, eine mittlere, einen großen Zwiebel, einen Teil davon habe ich gebraten, eineinhalb rote Paprika und zwei mittlere Tomaten. Dafür habe ich dann schon die ganze Knoblauch, die auch noch dazu kommen, eine große Knolle von circa 12, 12, 10 Knoblauch und die andere Hälfte von den großen Zwiebeln habe ich schon gebraten in diesem Omega-3 Good Bio-Öl. Also Sie können auch gerne dafür Olivenöl verwenden. Olivenöl. Und danach kommt Basilikum da drin. Auch am besten Basilikum, frische Basilikum am liebsten. Habe ich nicht zu Hause, deswegen habe ich jetzt diese Variante genommen. Und dann zum Abschmecken Salz. Also, wir legen jetzt los. Bis gleich. Wir brauchen auch noch Knoblauch. Ich habe eine große Knolle Knoblauch geschält. Das ist circa 12 Knoblauchzehen und dann eine Hälfte von die große Zwiebel hier auf dem Grill. Ja, habe ich auch mitgebraten. Mit meinem Salatöl. Aber am liebsten könnt ihr dafür einfach nur Olivenöl verwenden. Und dann werde ich das mit Basilikum werde ich das dann würzen und dann mit Meersalz abschmecken. So. Alle diese Sachen werden nachher ganz schön püriert. Sie sehen schon, wie das langsam jetzt grillt, das muss richtig grillen. Das bringt nachher die ganze Aroma, die wir haben wollen. Also das grillt jetzt schon, die Paprika sind fast fertig, weil die Zucchini dauert das noch ein bisschen. Ja, ich mache schon alles langsam, die Tomaten auch. Vielleicht sollte ich das schon in zwei aufteilen, damit es langsam schneller auch grillt. Dann kommen wir nachher wieder. Bis gleich. Jetzt sind wir wieder da. Ich habe schon alle die gegrillten Teile da in meine Mischpot hier schon eingefüllt. Das ist aber ein bisschen zu eng für meine Tomaten. Ich mache das nach und nach. Wir werden das jetzt zumachen und dann pürieren. Jetzt füge ich die Tomaten hinzu. Inzwischen habe ich ein bisschen Teil von der Pesto zur Seite gelegt, weil es ist zu viel für den Container gewesen.
Hier sind wir wieder mit unserem Pesto. Das ist hier zu Ende. Das muss grob, um es besser zu genießen. Sonst könnt ihr das auch ganz durchpürieren, wenn Sie wollen. Aber ich finde, das ist die beste Variante. Grob. Also, jetzt muss ich das würzen. Mit Basilikum. Ja, das ist circa ein Kaffeelöffel rein. Zwei Kaffeelöffel muss das sein. Ja, und ganz schön mischen. Salz abschmecken. Nochmal schön mischen. Wir mischen das Ganze schön. Ja. Hallo liebe Zuschauer, jetzt sind wir schon am Ende unseres Pestos. Und so sieht es aus. Ich habe schon abgeschmeckt. Ja, ich habe das abgeschmeckt. Also, das ist nach Geschmack, wie ganz wie ihr wollt. Omega-Salatöl, gut bio. Ja, so sieht das aus. Wenn ihr wollt. Oder einfach nur Gemüse, einfach nur Olivenöl verwenden. Und das ist das Ergebnis. Ein schönes Pesto. Lecker. Ganz schön lecker und aromatisch. Unsere Pesto. Kann man mit allen Gerichten, Fisch, Fleisch, mit Nudeln, Bratkartoffeln, Ofenkartoffeln, viel mögliche Beilagen verwenden. Okay, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.